So passt. Stell dich mal bitte dahin in den anderen Raum. Auf den Schrank. Ja, werde geschmeidig wie eine Gazelle. Was geht ab, meine Freunde? Welcome back zu einem weiteren Video. Und ihr seht es wieder aus der Küche. Diesmal nicht aus IQ's Kitchen, sondern aus Lea Loves Kitchen. Die auch hier gerade auf dem Sofa sitzt. Aber in diesem Video geht es um was ganz Besonderes. So, nämlich um einen richtig, richtig saftigen Burger. Vor allem Kani steht auf seinem Instagram-Account für Food wirklich ein Fitnesskoch, ich sagte mal der ersten Klasse, und ihr habt die Videos auf jeden Fall schon gesehen, in der Hoffnung, wenn nicht, natürlich alle unten verlinkt in der Beschreibung, denn heute geht es um einen richtig, richtig saftigen Burger. Saftig, weil das Ding eigentlich im Gegensatz zum aktuellen Wetter, für diejenigen, die bestimmt in der Diät sind, eher für den Aufbau sind, würde ich mal sagen, oder? Also von den Kalorien, von der Verteilung definitiv. Wir haben hier 1000 Kalorien, die wir einplanen in den Burger, 100 Gramm Protein und wirklich, wie ihr uns kennt, relativ wenig Fett. Das heißt, ihr bekommt hier wirklich so einen monströsen Burger, der fast, man könnte sagen, für einige fast teilweise den halben Tagesbedarf hat. Also das ist auf jeden Fall das ist für mich eine Herausforderung, weil so einen Burger habe ich noch nie gemacht. Also wir verraten noch nicht so viel an der Stelle, wir lassen lieber Bilder sprechen. Und wir haben ihn vor allem noch nicht gesehen. Also von daher wird es auch ebenfalls für uns so spannend, wie für euch. Epic. Das Hackfleisch habe ich ganz, ganz simpel zubereitet. Einfach nur ein bisschen Salz, Pfeffer, Petersilie reingemacht, einen Schuss Ketchup und Senf, das ist alles. Kein Ei oder sonst irgendwas, weil wir wollen ja Low-Fat arbeiten und mehr Low-Fat, also geht nicht. Das ist ja auch mageres Rinderhackfleisch. Ja, und man muss sagen, ich finde mit Abstand, ihr könnt mich ja verbessern, das beste Rinderhackfleisch gibt es wirklich hundertprozentig beim Lidl. Hundertprozentig. Ja, 100, es steht drauf, es steht drauf. 100% Rinderhackfleisch. 100% Rinderhackfleisch. Denn ihr kennt bestimmt auch unsere Food Halls und wir haben vor allem aus dem Kaufland mal dieses wirklich magere Tartar oder Rinderhack vorgestellt. Ich muss aber sagen, für 200 Gramm, ich glaube, wie viel kostet das? 2,50 €? Ja, ich glaube, so um die 2. Ja, und ich bezweifle, dass es qualitätstechnisch irgendwo einen Unterschied gibt, finde ich ein bisschen zu teuer, weshalb ich hier wirklich empfehlen kann, das hat zwar ein bisschen mehr Fett, aber ich nenne Sachen in Klammern, Preis-Leistung definitiv am besten. Leute, ihr wisst, wenn ihr an irgendwas sparen solltet, dann definitiv bei der Lebensmittelqualität. Fazit des Ganzen, definitiv jetzt, es gibt keine gesunden Lebensmittel. So, Clean Eating ist nämlich tödlich. Fazit des Ganzen, es gibt keine gesunden Lebensmittel. Also man hat hier so einen richtig übertrieben saftigen Burger am Start. Guckt euch dieses Prachtstück einfach an. Wir kommen gleich mal zu den Spezifikationen. Und dann siehst du so, Carmen, der steht so in der Ecke. Veggie-Burger ist so Salat mit Salz. Und ohne Ketchup, ohne alles. Healthy Lifestyle. Ich freue mich, dass der Burger mir gehört. Hashtag in die Kommentare, ich liebe dich. Oh, ich bring dich um, Mann. Leute. Also dieses Ding ist echt böse. Da haben wir uns richtig Mühe gegeben und wir kommen mal direkt zu den Macros und mal zu der Zubereitung, müssen wir nicht viel sagen. Wenn ihr da Fragen habt, bitte ballert mal in die Kommentare Hashtag Burger, wenn ihr genauso solche Selfmade Burger feiert, und ganz wichtig, dem Video einen Daumen nach oben geben, damit ihr den Algorithmus ein bisschen hochballert. Ey, das Ding ist echt Killer. Oh, ich habe so Lust drauf. Ganz vorbildlich, wie ihr es von uns gewohnt seid, hat Carmen das Ganze natürlich zusammengetragen, und zieht euch das mal rein. Was sagst du, Carmen? Wir haben 986 Kalorien. Wir haben 102 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Fett und nur 30 Gramm Kohlenhydrate. Das ist ja fast ein Keto-Burger. Ja, das ist echt so ein Hardcore-Low-Carb-Burger, was man den definitiv nicht ansieht. Das will man schon sagen. Und dazu muss man echt sagen, die Leute täuschen sich, laufen natürlich in die ganzen Kinos, in die ganzen Burgerläden und wundern sich, warum die so viel Fett abbekommen. Wobei es doch manchmal so einfach sein kann, sich so ein Ding selber zu machen, und man hat wirklich komplett die Macros unter den, also auch vor Augen, kann die voll kontrollieren. Und ja,
hat trotzdem Maximum Genuss. Ich glaube, der wird richtig, richtig geil schmecken. Also den Light Test gönnen wir uns jetzt gleich mal. Raus, kannst du bitte in das andere Gebäude. Kannst du bitte gehen. So. Um auch nochmal Lea hier ins Video zu bekommen, weil Lea vor allem sich auch sehr viel mit Ernährungsstil, sage ich mal allgemein, mit der, ich nenne das mal jetzt der sportbezogenen, sportgerechten Ernährung auseinandersetzt. Eine Frage für unsere Community, denke ich, auch sehr interessant. Warum würdest du jetzt in deinem Moment als Beispiel diesen Burger nicht zwingend bevorzugen in deiner Situation? Genau, also ich wurde vor ein paar Tagen operiert, das heißt, ich bewege mich gerade relativ wenig, ich habe einen geringeren Verbrauch als sonst und ich richte meine Ernährung gerade so aus, dass ich sehr, sehr viel Volumen habe und relativ wenig Kalorien auf das viele Volumen, weil ich eben auch ein Mensch bin, der gerne viel isst. Und wenn man jetzt nicht unbedingt sowieso ein sehr schlechter Esser ist und sehr schnell satt ist, dann sage ich immer, ey, vor allem gerade, weil viele Frauen auch nicht so viele Kalorien verbrauchen, bevorzuge doch lieber Lebensmittel, die eine geringere Kaloriendichte haben, von denen du dann mehr essen kannst und trotzdem in deinem Kaloriensoll drin bleibst. Per se ist so ein Burger natürlich überhaupt nicht schlimm und wenn ich jetzt meinen normalen Lebensstil, meinen normalen Alltag durchlaufen könnte, dann würde der auch easy in meine Kalorien passen. Man muss auch dazu sagen, ich finde auch vor allem, man hört natürlich da draußen, wie du es eben gesagt hast, viele Frauen sagen ja, oh, ihr Männer könnt so viel essen, ihr könnt sowieso viel mehr essen als wir Frauen, wir haben aber den gleichen Hunger bei vielen. Ey, ganz ehrlich, bestes Beispiel Lea, gönnt euch mal ihre Story auf Instagram, sie ballert auch Steps. Ja, also Neat ist das Geheimnis. So, ich meine, klar, ich bin noch relativ groß und schwer, aber durch die Alltagsbewegung, wenn ihr 15.000, 20.000 Schritte habt, so dann verbraucht ihr zum Beispiel als Frau wahrscheinlich sogar auch mehr als ein Mann, der einfach den ganzen Tag nur im Büro sitzt. So sieht's aus und das sagen wir jedes Mal. Ja. Das ist so krass, auf einfach einen Nagel auf den Kopf getroffen. Bewegung ist alles. Dann kannst du auch als Mädel oder als Kerl, vollkommen egal, auch deine Menge, als Beispiel jetzt mal nicht nur an Burger, aber auch mal einen Burger essen, ohne jetzt direkt schlechtes Gewissen zu haben. Also Leute, an der Stelle, Bewegung ist abgesehen davon, dass ihr essen könnt, auch mega gesund. Ihr bleibt einfach für das Alter langfristig fit. Ja. Also einen Burger zu essen, unser Motto, bewegen. Burger essen und bewegen, das ist ein gutes Leben. Ja, würde ich so absegnen. Hashtag Burger essen in die Kommentare. Genau. Wie sagst du, geteiltes Leid ist halbes Leid? Wir machen jetzt mal Tests. Oder geteilte Freude ist doppelte Freude. Oder so, ja, das ist auch geil. Wir wollen mal beide testen, wir mussten den mal splitten, der kippt einfach um. Boah, mal, guck dich mal, wie saftig der ist. Das ist auch mal gespannt. Alter, böse. Boah, Digger! Minimalistisch, aber. Ey, ohne Spaß. Da triffst du auch einen Punkt. Das macht einfach Leben aus. Lachen. Essen, einfach Freude haben, trainieren, in Shape sein und nicht andauernd sich den Mindfuck geben, weil man jetzt hier, da zu wenig hat, zu viel. Einfach eine gesunde Basis finden für sich, Movement haben und dann kann man sich auf sowas mal wirklich gewissenlos machen. Ey, Freunde, ganz ehrlich, das sind gerade 250 Gramm Fleisch ungefähr. Wenn ihr das jetzt vergleicht mit einem Doppelwopper mit Doppelkäse vom Burger King, habt ihr safe das Doppelte an Kalorien. Und das hier, ey, das hat richtig Gewicht, also Substanz. Ja. Schnell zubereitet, wie lange haben wir gebraucht? 10 Minuten? Maximal 10 Minuten, keine Witz. Ja. Wir haben alle vier Patties direkt in die Pfanne reingehauen und ey. Leute, kauft mal wirklich. Das ist Liebe, Mann. Das richtig ist Liebe. Einen fetten Daumen für diese Liebe raus. Checkt auf jeden Fall Leas Kanal unten in der Beschreibung. Ganz, ganz wichtig auch, Carmenis verdammt geiles Kochbuch. Ganz oben auch nochmal verlinkt werden. Okay. Das ist Liebe einfach. Boah, ich hab keine Worte mehr. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ja, ne? Ja. Boah, Digga, der schmeckt aber echt geil. Schieß! Böse.